Herzlich willkommen zum nächsten Teil meiner Vorlesung Thermodynamik. Das heutige Thema ist innere Energie. Wir müssen uns nochmal veranschaulichen. Wir sind ja damit befasst, uns zu überlegen, wie eine Wärmekraftmaschine zu bauen ist. Und bei der Wärmekraftmaschine wird ja Energie umgewandelt, um Arbeit zu leisten. Wir haben uns in der letzten Vorlesung damit befasst, wie Volumen und Druck sich gegeneinander verhalten. Aber das sagt ja noch gar nichts darüber aus, wie viel Energie in dem System vorhanden ist und wie viel Energie wir umwandeln können. Machen wir einen kleinen Exkurs zum Thema Druck. Was ist Druck? Druck ist nichts anderes als eine Kraft, die auf eine Fläche wirkt. Wenn wir uns ein einzelnes Teilchen anschauen, dann bewegt sich das auf eine Fläche zu. Und wenn das auf die Fläche trifft, wird das Teilchen, da wir ein ideales Gas haben, zurückreflektiert, da wir hier einen elastischen Stoß vorliegen haben. Und bei diesem Stoß wird Impuls auf die Fläche übertragen. Das Teilchen hatte einen Anfangsimpuls, als es sich auf die Fläche zubewegt hat, und wird einen Impuls haben, wenn es sich in die entgegengesetzte Richtung wieder weiter bewegt. Und der Gesamtimpuls, der für ein einzelnes Teilchen auf die Fläche übertragen wurde, der ist 2 mal m, der Masse des Teilchens, mal v, der Geschwindigkeit des Teilchens. Jetzt haben wir hier auch noch eine andere Betrachtungsweise. Wir können die Kraft auch noch beschreiben als Impulsänderung pro Zeiteinheit, wenn wir also Kraft pro Fläche rechnen. Und hier ist das einmal eingesetzt. Wenn wir jetzt für den Impuls m mal v einsetzen und hier die Änderung pro Zeiteinheit einsetzen und auch noch berücksichtigen, dass die Geschwindigkeit, mit der das Teilchen sich bewegt, gleichförmig ist, dann erhalten wir nach ein paar Umformungen, dass die Kraft Masse mal Geschwindigkeit dividiert durch Zeit ist. Die Umformungen sind hier aufgeführt. Wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass die gleichmäßige Geschwindigkeit v ausgedrückt werden kann durch Zeit und gleichzeitig wissen wir, dass Volumen Weg mal Fläche ist, dann können wir aus dieser Formel, die können wir weiter umformen und können einen Ausdruck erhalten, in dem die Kraft, die auf die Fläche wirkt, ausgedrückt wird über mv² mal a der Fläche dividiert durch das Volumen. Und wenn wir jetzt den Druck beschreiben, der Druck, der ja Kraft pro Fläche ist, erhalten wir im Endeffekt einen Ausdruck für das einzelne Teilchen, das gegeben ist durch m mal v² dividiert durch das Volumen. So, jetzt wirkt natürlich nicht nur ein Teilchen auf die Wand, sondern wir haben eine große Menge von Teilchen, die auf die Wand wirken, damit wir einen Druck von zum Beispiel 1 bar erzeugen. Oder anschaulich gesprochen, wenn wir einen Druck von 1,013 bar haben und bei 0 Grad Celsius uns befinden, also 273,15 Kelvin, dann nimmt ein Mol eines Gases 22,42 Liter ein und in diesem Mol befinden sich 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen pro Mol. Das heißt, es ist eine große Menge, die auf die Wand wirkt. Jetzt haben die natürlich nicht alle die gleiche Geschwindigkeit, sondern ein Teil der Teilchen fliegt auch in andere Richtungen von der Wand weg. Deswegen können wir nur ein Drittel der Teilchen berücksichtigen, die zu dem Druck auf die Wand beitragen. Und daraus ergibt sich dann ein Ausdruck, wenn wir die Formel auch noch so umformen, dass das Volumen, das auf der rechten Seite stand, der Formel, wenn wir die auf die linke Seite bringen, dass wir einen Ausdruck erhalten, der beinhaltet P mal V ist die Stoffmenge mal der Molmasse, das ist die Gesamtmasse aller Teilchen, mal dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat und dann noch mal ein Drittel, weil ja nur ein Drittel aller Teilchen genau Anteile hat, die in X-Richtung fliegen. Denn die Teilchen, die von der Wand wegfliegen, die tragen natürlich zu dem Druck nicht bei. Und wenn wir uns jetzt die Formel anschauen, dann erkennen wir, dass da auch noch eine andere Größe versteckt ist. Wir erinnern uns aus der Physik, die kinetische Energie eines Teilchens ist gegeben über 1/2 mal der Masse mal Geschwindigkeitsquadrat. Und das steckt in dieser Formel ja bereits drin.
Also wenn wir das ein bisschen umformen, erhalten wir daraus, dass wir das Produkt aus Druck und Volumen ausdrücken können über 2/3 mal der Stoffmenge. Und jetzt müssen wir berücksichtigen, dass in der Masse ja die gesamte Stoffmenge enthalten ist. Also zum Beispiel, wenn wir das pro Mol rechnen, die Avogadro-Zahl, also mal NA, mal der Translationsenergie aller Teilchen, die in einem Mol vorhanden sind. Und das ist ein ganz fundamentaler Zusammenhang. Wir wissen ja aus dem idealen Gasgesetz für ein geschlossenes System, dass das Produkt von Druck und Volumen auch gleichzeitig mit der Temperatur korreliert ist. Und somit erhalten wir einen Ausdruck, in dem also die kinetische Energie der Teilchen, von allen Teilchen, die wir betrachten, das also Na mal dieser Energie, Epsilon Translationsenergie, die ist 3/2 mal der allgemeinen Gaskonstante mal der Temperatur. Das erhalten wir aus diesem Zusammenhang. Und wir haben hier ganz, ganz wichtig, die Temperatur korreliert mit einer Energie. Und diese Energie, das ist die im Fall eines idealen Gases, die Translationsenergie, das ist so für ein ideales Gas das, was als innere Energie in dem System vorhanden ist. So, wir haben jetzt gelernt, wie das Produkt Druck und Volumen zusammenhängen mit der inneren Energie des Systems. Wir wissen aber immer noch nicht, wie viel Arbeit wir leisten können, also wie wir diese Energie umwandeln, um Arbeit zu leisten. Dazu kommen wir noch. Aber bevor wir das tun, müssen wir uns noch Gedanken machen über die Geschwindigkeit der Moleküle, die ja in dieser inneren Energie steckt. Denn das wäre ja ganz schön aufwendig, das in irgendeiner Form zu messen, sondern wir wollen es ja am liebsten ausrechnen aus einfachen Größen, die wir kennen. Und das ist Gegenstand der nächsten Lektion.